Frau Bundeskanzlerin, was nehmen Sie mit von dem diesjährigen Parteitag? Ja, erstmal nehme ich natürlich ein nach diesen turbulenten Zeiten auch aus meiner Sicht sehr gutes Wahlergebnis mit, was mich natürlich auch stärkt, mir Rückhalt gibt. Ich nehme mit, dass wir den Antrag des Bundesvorstandes nach sehr intensiven Beratungen doch einstimmig beschlossen haben. Und da geht es nicht nur um die Frage Flüchtlinge, sondern da geht es vor allen Dingen auch um Wirtschaftsfragen, um die Fragen der sozialen Sicherungssysteme, der Familienpolitik. Und das finde ich sehr wichtig als Aufgalopp sozusagen für die Programmarbeit dann an einem Wahlprogramm. Und deshalb bin ich sehr zufrieden und glaube und hoffe, dass wir jetzt auch mit Rückenwind dann in die drei Landtagswahlkämpfe gehen können. Sie haben die Landtagswahlen schon angesprochen, nächstes Jahr ja auch Bundestagswahl. Was erwartet Sie in diesen anstehenden Wahlkampfmonaten? Das wird auch schon eine sehr intensive Auseinandersetzung werden, denn wir haben es ja jetzt nicht nur mit Anfechtungen sozusagen von links zu tun, wo Rot-Rot-Grün ja doch im Raum steht, wenn das rechnerisch reichen sollte, sondern auch von rechts durch die AfD. Und hier geht es jetzt darum, die Union, CDU und CSU möglichst stark zu machen, damit gegen uns auch keine Regierung gebildet werden kann. Jetzt steht aber erstmal Weihnachten vor der Tür. Wir werden Sie feiern? Ja, ich fahre ja meistens ein bisschen weg und ich freue mich aber auch auf freie Tage und darauf ein bisschen lesen zu können vielleicht und auch mal nachdenken zu können, mit der Familie Zeit verbringen zu können. Und deshalb freue ich mich wie viele andere auch und nutze die Gelegenheit, den Zuschauerinnen und Zuschauern von CDU TV auch gesegnete Weihnachten zu wünschen. Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Danke, tschüss.